Hallo liebe Sportfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Sport in Schwerin aus der Sportschule für Wirtschaft und Verwaltung. Und überraschenderweise sind wir hierzu nicht zum Faustball, wie wir es ja normalerweise sind, sondern die Norddeutsche Meisterschaft steht an. Das Finale der U20 Jungen steht jetzt an und da treffen der PSV Eutin auf den Schweriner Sportclub. Und dieses Turnier, das schon gestern begonnen hat, läuft jetzt in seine heiße Phase, ist zum größten Teil aber auch schon abgeschlossen. 6 Mannschaften haben teilgenommen bei den Jungs. Und wir glauben mal kurz auf die Ergebnisse mit dem Jugendwart vom Volleyballverband Mecklenburg-Vorpommern. VfL Turbine Greifswald, Platz 6. Vertreter aus Mecklenburg, Eimsbüttler TSV. Aus Hamburg, Geesthach, Schleswig-Holstein. TSV Husum ebenfalls, Schleswig-Holstein. Eutin. Und die zweite Mecklenburger Mannschaft, die spielt ja jetzt, das Spiel gucken wir uns gleich an, mit dem Schweriner SC. Kurze Erklärung, Herr Wehner, wer sind Sie genau, was machen Sie? Ja, ich bin im Volleyballverband Mecklenburg-Vorpommern der Jugendwart. Ja, und auch verantwortlich im Prinzip für die Durchführung heute hier vor Ort. Und koordiniere im ganzen Land halt den Spielbetrieb aller Altersklassen, von der U20, die wir heute hier haben, bis zu den ganz Kleinen. Ja, da wir ja schon ein bisschen Hektik haben, das Spiel gleich losgeht. Kurze Erklärung, gestern das Turnier schon gewesen, heute das Finale. Wie zufrieden sind Sie mit der Durchführung des Turniers? Also super. Wir haben großen Zuspruch auch von den Eltern erhalten, die uns auch ein bisschen unterstützen bei der ganzen Geschichte. Und wir sind eigentlich sehr zufrieden mit der Durchführung. Wir liegen super im Zeitplan, es hat alles geklappt. Sonne scheint draußen, also es ist wunderschön hier momentan. Ja, dann würde ich sagen, berichten wir unseren Blick aufs Spielfeld. Und wo jetzt die Mannschaften aufkommen, sich aufstellen, jetzt gerade der Schweriner SC, und freuen uns jetzt auf das Spiel, das Finale PSV Eutin gegen den Schweriner SC. Oh, können wir auch gleich mal eingehen, selber Volleyball gespielt? Ja, ist aber schon ein bisschen her. Das ist schon ein paar Jährchen jetzt vorbei. So, dann können Sie vielleicht auch gleich mal ein Phänomen aufklären, was wir beim Bundesliga-Volleyball immer wieder sehen, dass die Spieler am Ende einer Auszeit das Spielfeld noch nicht gleich betreten. Woher kommt das? Das sind die Regeln sozusagen. Die werden dann erst wieder vom zweiten Schiedsrichter nach dem Ablauf der Zeit, das heißt in der normalen Auszeit 30 Sekunden, nach der technischen Auszeit einer Minute, erst wieder aufs Feld geholt sozusagen. Die dürfen so lange nicht das Feld betreten. Hat das einen speziellen Grund? Ist das ein Ritus? Nein, also das Spielfeld runter. In der Bundesliga sieht man ja auch, dass da nochmal sauber gemacht wird. Nochmal, dass die Wischer nochmal rübergehen. Einfach, dass sie vom Feld runterkommen. Das ist einfach mal, ja, ist ein Ritus wahrscheinlich. Ja, lautstark haben sich die Jungs des Schweriner SC da bemerkbar gemacht. Und darf man eigentlich als Jugendwart für Mecklenburg-Vorpommern in gewisser Weise parteiisch sein und jetzt dem SSC die Daumen halten? Oder muss man als Turnierveranstalter sagen, es ist völlig egal, wer hier gewinnt? Egal ist es mir natürlich nicht. Ich bin natürlich auf Seiten des Schweriner SCs, als Schweriner sowieso. Aber ich bin natürlich als Veranstalter natürlich darauf aus, dass es ein schönes Spiel wird. Bin natürlich dann natürlich fair und würde auch, wenn Eutin gewinnt, mich genauso freuen. So, als Veranstalter wissen Sie ja nur auch genau den Modus. Wie wird jetzt hier gespielt? Was muss man gewinnen, um das Finale für sich zu entscheiden? 2 Gewinnsätze? Genau, wir spielen jetzt auch wie das ganze Turnier 2 Gewinnsätze. Wer die gewonnen hat, ist dann halt norddeutscher Meister. Was wir jetzt schon sagen können, es haben sich beide Mannschaften für die deutschen Meisterschaften qualifiziert. Das heißt, jetzt geht es hier im Prinzip nur noch darum, wer den Titel norddeutscher Meister 2011 gewinnt. Ja gut, das ist ja aber auch immerhin schon mal was. Norddeutscher Meister muss man erstmal sein. Die deutsche Meisterschaft findet dann wo statt?
Da würde ich gleich nochmal nachgucken, das sage ich gleich nochmal genau, habe ich gerade nicht so im Kopf. Das kriegen wir aber gleich noch raus. Ja, und dann würde ich sagen, geht es jetzt hier lauter los, das ist unheimlich laut hier in der Halle. Mit der Angabe vom SSC. Und direkt eine Sprungaufgabe. Ah, den kriegen sie nicht und der erste Punkt für den SSC. Ist es eigentlich bei den Männern oder bei den Jungs gewöhnlicher eine Sprungaufgabe zu machen als bei den Mädels? Also wir werden das schon sehen, dass, denke ich mal, 70% auf Sprungaufschlag jetzt geschlagen werden bei den Jungs. Schon in dem Alter. Also das ist schon eine sehr wichtige Waffe, weil wenn die Annahme nicht kommt, was wir eben auch gesehen haben, ist es halt schwer, den Angriff aufzubauen. Und es ist einfach ein enorm wichtiges Mittel, um gleich Druck aufzubauen. Ja, 2-0 jetzt für den SSC. Kann man deshalb auch sagen, dass das Spiel bei den Jungs anders aussieht als bei den Mädchen, die ja, wo ja der nach der Angabe, nach der eigentlichen Angabe, regelmäßig der Punkt für die Gegner kommt, weil eben die Angaben nicht ganz so gefährlich sind, wie wir sie hier sehen. Genau, das Jungspiel ist, oder das Männerspiel ist weitaus schneller. Es ist halt, die Ballgeschwindigkeiten sind schon anders. Und das werden wir auch sehen nachher beim Frauenspiel, dass das einfach die Schnelligkeit der Bälle ist im Prinzip schon entscheidend. Das heißt, wenn jetzt sofort die Angabe nicht ordentlich kommt, ist fast schon der Punkt gemacht. Oder halt auch ins Netz, wie jetzt gerade gesehen. Also es sind einfach, bei den Männern ist ein ganz anderes Volleyballspiel dahinter. Ja, jetzt also mit der Netzangabe 3-1 für den Schweriner SC und der PSV Olten mit der ersten Angabe. Die war nicht so gefährlich, aber sehr gezielt. Ja. Gut rübergekriegt. Und die kurze Variante zum Punkt für Schwerin 4-1. Nun wissen wir aus unseren Erfahrungen her, der Volleyballsport der Mädels in Mecklenburg-Vorpommern mit dem Schweriner SC, erste Liga, VfC Parchim, zweite Liga, gut vertreten. Wie sieht das bei den Jungs aus? Ja, da sieht es, wenn man das auf die Liga bezieht, etwas schlechter aus. Wir haben momentan keine Bundesligamannschaft im Land Mecklenburg-Vorpommern. Das heißt, das Höchste, was gerade spielt wird, ist momentan die Regionalliga. Ja, das ist deshalb auch in der Schweriner Mannschaft vielleicht mal interessant. Da sind auch Spieler dabei, die beim VC Olympia Berlin in der Nationalmannschaft spielen und da natürlich dann erste Liga spielen. Das heißt, wir haben von Schweriner Seite die Spieler nach Berlin gegeben, dass sie da halt die Erstliga-Erfahrung auch machen können, die sie dann in der Nationalmannschaft anwenden können. Ja, das Prinzip kennen wir ja auch aus der Frauen-Bundesliga und das ist der 5-2-Punkt für den Schweriner SC. Da war ja auch der VCO Berlin in Schwerin zu Gast. Der Ball war im Aus. War niemand dran. Punkt für Schwerin. 6-2. Wen haben wir da als Regionalliga-Vertretung denn jetzt fürs Land Mecklenburg-Vorpommern? Der SV Warnemünde spielt da momentan. Ja, das ist im Prinzip das, die höchste Mannschaft, die wir momentan da spielen haben. Und die kommen ja auch aus der zweiten Liga, sind abgestiegen in der letzten Saison. Ja, das ist momentan das, was da am höchsten spielt, sage ich mal, in Mecklenburg. Ja, jetzt gibt es eine Auszeit. Ich würde sagen, von Eutin genommen, genau konnte man es nicht sehen, da gibt es ja, man braucht ja nur ein kurzes Zeichen vom Trainer zum Schiedsrichter und die Auszeit ist möglich. Wie viele Auszeiten hat so ein Trainer im Spiel? 2 Stück. Ja, also hier bei der Norddeutschen wird jetzt ohne technische Auszeit gespielt. Die kommt dann zusätzlich dazu. Das heißt, er hat 2 Auszeiten a 30 Sekunden zur Verfügung, die er nehmen kann. Pro Satz oder pro Spiel? Pro Satz, in jedem Satz. Neu, ja, wir sehen jetzt wieder eine Sprungaufgabe, zu weit. Punkt für Eutin, 3-7. So, und jetzt sehen wir da jemanden mit einem gelben Trikot. Soweit wir wissen, ist das der Libero.
Wofür genau wurde die Position eingeführt? Ja, jetzt kommen wir wieder auf die Ballgeschwindigkeiten. Es ist zur Stärkung im Prinzip der Annahme, dass der Ball halt wieder nach der Aufgabe ins Spiel gebracht wird. Soll einfach, und er darf auch nur hinten spielen, dieser Libero, nur im Hinterfeldbereich auf den drei Positionen. Im Prinzip einfach, um die Annahme zu stärken, dass der Ball nach vorne gebracht wird. Ja, nun könnte man als Verein aber auch sagen, ja, wir können ja einen nur hinten spielen lassen, aber der muss ja nicht ein anderes Trikot anziehen. Warum ist er so extra gekennzeichnet? Genau, das könnte man annehmen. Das ist im Prinzip der siebte Spieler mittlerweile. Das heißt, es gibt sechs Feldspieler. Und der kann dann durch diesen andersfarbig gekennzeichneten Spieler im Prinzip getauscht werden. Das heißt, der kann immer in den hinteren Positionen reingenommen werden für jeden beliebigen Spieler, der gerade im Hinterfeld steht. Er muss aber einen Punkt immer raus. Also er kann nicht direkt wechseln. Das heißt, er muss einmal rausgenommen werden. Und nach einem Punktwechsel kann er dann einen anderen Spieler ersetzen. Also quasi ist er die schnelle Wechselmöglichkeit. Genau, er ist immer im Prinzip der Chef der Annahme im hinteren Bereich und kann halt schnell rein und raus gewechselt werden. Übertreten. Ja, das hat er sofort gesehen, übertreten, deshalb Punkt vor Eitin inzwischen 5:9. Ja, wir sehen, sie haben sich auch kleine Stimmungsgruppen zusammengefunden. Ja. Natürlich die Schweriner für den SSC, aber auch hier Volleyballer aus Schleswig-Holstein, die Eutin hier mit anfeuern. Das ist schön zu sehen und so kommen wir zu einer tollen, stimmungsvollen Halle. Und da ist 5:10 für Schwerin. Wie stark ist denn das Turnier jetzt, wenn der 11:5 für Schwerin fällt, im bundesweiten Vergleich? Also ich sag mal ich nehme an, es gibt auch noch einen westdeutschen Meister. Ist das Turnier im Vergleich zu sehen von der Stärke? Ja, das wird sich erst zeigen, wenn wir die deutsche Meisterschaft spielen, sage ich mal. Ich denke mal, Schwerin gilt schon mit der Mannschaft mit als Medaillenkandidat bei den deutschen Meisterschaften. Wie dann immer so die zweite Mannschaft mit abschneidet, Eutin nachher bei den Deutschen, da wird sich dann messen lassen, wie stark das Turnier ist. Das kann man vorher leider nicht unbedingt sehen. Und da gibt es auch keine Tendenz auf Vorjahr. Also wenn ich jetzt sage, okay, Vorjahr war die West- und Süddeutschen gut, deswegen kann man das dieses Jahr auch arbeiten, das ist nicht so. Nicht unbedingt, aber man hat natürlich seine Favoriten. Klar, der U20 ist der Anschlusskader, der Nachwuchs halt auch für die Bundesligamannschaften. Das heißt, Friedrichshafen hat Mannschaften, also auch große Bundesligamannschaften im Männerbereich, haben da ihren eigenen Nachwuchs, die natürlich dann um den Titel spielen wollen. Wir hatten ja gerade gesagt, dass die Struktur in Mecklenburg ein bisschen anders ist. Deshalb arbeiten wir da mit dem VC Olympia in Berlin enger zusammen. Aber Schwerin gilt auch mit als Medaillenkandidat für die deutsche Meisterschaft. Ja, ob sie das da zeigen können. Die Generalprobe haben wir jetzt hier gegen den PSV Eutin. Momentan läuft es gut für Schwerin, 12:7. Aber jetzt kriegt den Ball nur rüber und das ist natürlich brandgefährlich, gerade bei den... Dann aber der Fehler von Eutin. Und der Punkt ist da, 13:7. Wir spielen jetzt auf drei Gewinnsätze. Nur kennen wir es aus... Auf zwei Gewinnsätze, also maximal drei Sätze, ja. So wollte ich sagen. Wird denn der dritte Satz voll ausgespielt oder auch als Tiebreak? Genau, das bleibt dann beim Tiebreak klassisch. In der Turnierform ist es halt so, dass man dann wirklich diese zwei Gewinnsätze nur spielt, weil die Jungs ja heute schon mehrere Spiele gehabt haben und gestern auch, reichen dann im Prinzip zwei Gewinnsätze und der ganz klassische Tiebreak bis 15 Punkte oder zwei Punkte Unterschied. Deutlich zu viel Kraft im Arm. Ich habe aber auch den Eindruck,
Wenn ich mir das Spiel angucke hier, dass gerade die Angaben bei Schwerin deutlich gefährlicher sind, als es momentan bei Eutin der Fall ist. Genau, wir haben jetzt, glaube ich, bei Schwerin auch alle mit einer Sprungaufgabe gesehen und auch natürlich Fehler mit davor ging die Aufgabe ins Aus. Ist natürlich auch ein höheres Risiko, aber die Aufgaben sind druckvoller von Schwerin. Das merkt man schon, dass Eutin Probleme in der Annahme hat. Aber jetzt auch guter Ballwechsel, gute Annahme, die Stand, der Pass kam, schneller Angriff über die Mitte und schon der Punkt für Eutin. 9 zu 15 haben wir jetzt. Ja, da haben wir es auch mal gesehen, was wir auch in der Bundesliga öfter beobachtet haben. Eine gestellte Finte. In der Mitte springt er hoch und dann kommt er bald auch nach außen. Und dann ist natürlich viel Platz. Genau, wichtiges Element, auch das Täuschen, dass im Prinzip alle Angreifer mit einem Angriff zumindest antäuschen, dass die Blockspieler auf der anderen Seite sozusagen dann auch verladen werden. Und nicht unbedingt wissen, wo kommt der Ball hin, wo stellt der Zuspieler den Pass hin. Es gibt einen Wechsel auf Eutiner Seite. 32 kommt jetzt zur Angabe. Aber auch die sehen wir eingelaufen, aber keine wirkliche Sprungaufgabe. Gut gestellter Block. Und wieder ein guter Block. Und der Punkt für Eutin. Das ist schwierig, Schwerin konnte den Ball nicht richtig annehmen. Er konnte nur halb versuchen, den Ball als Angriffsball vorzuspielen. Und Eutin nutzt die Gelegenheit zum guten Block. Kurze Angriffe. Schwerin und der Punkt. ...17 zu 11. Im Allgemeinen ist man geneigt, Volleyball so ein bisschen als Mädchensport anzusehen. Kriegt man das eigentlich so mit im Volleyballverband? Würde ich gar nicht so sagen. Jetzt hier und vielleicht in Mecklenburg natürlich durch die erste Bundesligamannschaft, die seit über 20 Jahren auch in der Liga jetzt spielt, in der ersten, ist es natürlich vielleicht nach außen mehr der Frauenvolleyball. Aber halt so die Hochburgen Berlin, Friedrichshafen, da ist schon Männervolleyball das Nonplusultra. Und das sieht man auch an den Zuschauerzahlen dann da vor Ort. Die haben dann halt schon Spiele, wo dann auch mal 5.000 und 6.000 Leute sich das Männerspiel halt angucken. Ja, also würde ich nicht sagen. Männervolleyball ist doch auch, hat einen sehr hohen Stellenwert eigentlich. Jetzt der Angabe für Schwerin, Spielstand 12 zu 17. Was war jetzt der Fehler? Es gab einen Fehler auf Schweriner Seite. Wurde zumindest abgepfiffen. Das Zuspiel wurde abgepfiffen eben. Es war unsauber und dann gibt es auch die Möglichkeit, das technisch abzupfeifen. Weil der zweite Ball nach der Annahme sollte technisch sehr genau ausgeführt werden. Und da hat der Schiedsrichter die Möglichkeit, das auch abzupfeifen. Jetzt die Möglichkeit für Schwerin zum Angriff. Wieder die Finte, der Block aber richtig gestellt, aber der Ball bleibt auf Eutiner Seite, deshalb 20 zu 13. Und Auszeit genommen von Eutin erneut. Ja. Gibt es eigentlich ein Übertreten beim Volleyball, also wenn man mit dem Fuß drüber tritt? Ja, also man kann mehrere Linien übertreten, das geht bei der Aufgabe los. Im Hinterfeldbereich darf man auch nicht übertreten. Im vorderen oder in der Mittellinie wurde es ein bisschen gelockert, da gibt es ein bisschen kompliziert die Regel. Kann man
auch mal so ein bisschen drüber sein, sage ich jetzt mal ganz einfach. Aber man muss auch auf die Linien aufpassen, die da schon auf dem Spielfeld sind. Sonst wird es gleich abgepfiffen und ist ein Fehler. Und dann immer halt auch ein direkter Punkt für den Gegner. Das heißt, ich dürfte, als wenn ich hinten spiele, die Mittellinie da auch nicht übertreten? Genau, es gibt diese Hinterfeldangriffslinie, die liegt bei 3 Metern. Und wenn ich von hinten angreifen möchte als Hinterspieler, darf ich sie nicht übertreten. Das ist wie beim Weitsprung, da darf ich halt nicht rauf. Dann ist es ist ungültig sozusagen. Eine Sprungaufgabe von Schwerin, diesmal gut angenommen, aber auch ein guter Block von Schwerin. Zum 13, zu 21. Und so zeichnet sich hier im ersten Satz eine ganz klare Tendenz ab. Diesmal auch ans Finte gestellt. Aber Schweriner Block hat aufgepasst. Und macht den Punkt. Nochmal Wechsel bei Eutin. Das war, wird als Ass gewertet, der war ganz knapp drin. Sagen die Schiedsrichter. Von hier schwer zu sehen. Jetzt teilt der Schiedsrichter dem Spieler mit der Nummer 15 auf Eutiner Seite noch etwas mit. Und das soll er weitergetragen zur Bank. Und der Trainer hat abgewinkt, der wusste wohl, was gemeint ist. Ja. Somit 23-13 und die Netzangabe. Ich habe, das war jetzt schon die vierte oder fünfte Netzangabe, die ich bei Schwerin gesehen habe. Im Jugendbereich sicherlich zu verzeihen, aber ich habe mich gestern noch mit Tore Alexandersson unterhalten, dem Trainer der ersten Mannschaft des SSC Damen. Jetzt auch noch der 24. Punkt. Dass so eine Fehler im richtig guten Bereich kaum noch vorkommen. Ist das bei den Männern auch so? Ja, bei den Damen ist es so, dass da eigentlich bei den Aufgaben schon so sein soll, dass wenig Fehler gemacht werden. Bei den Männern kann ich nur wieder sagen, es wird mit sehr hohem Risiko geschlagen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt zum Satzende, aber gerade am Anfang, um den Druck einfach zu erhöhen. Und da passiert schon mal, dass der Ball dann doch im Netz hängen bleibt, obwohl das weniger geworden ist in letzter Zeit. Da muss ich ihm recht geben, ja. Geht eher mal aus, der Ball dann nach hinten halt. So, mit Satzball. Ja, Satzball für Schwerin. Ja, gut gesehen. Gut ins Rückfeld gespielt. Und für Eutin die Chance, den Ball abzuwehren. Das gleiche jetzt für Schwerin, den Matchball zu verwandeln, und das gelingt. Der erste Satz geht also an den Schweriner Sportclub. Mit 25 zu 14. Es gibt hier einen schnellen Seitenwechsel und dann wird direkt weitergespielt, auch ein etwas Charakteristisches vom Volleyball, dass es keine langen Pausen zwischendurch gibt. Es gibt die kurzen Auszeiten von einer halben Minute, von einer Minute. Und ich sag mal, maximal 2 Minuten ist dann quasi Seitenwechsel. Und dann wird durchgespielt bis zum Ende. Notfalls über 5 Sätze und 2 Stunden. Genau, also es ist genau nach Abpfiff 3 Minuten, bis der nächste Satz anzupfeifen ist. Das ist auch festgelegt. Das heißt, die Mannschaften wechseln jetzt die Seiten, trinken nochmal einen Schluck, kriegen nochmal Anweisungen vom Trainer, nochmal die Marschroute für den neuen Satz. Ja, und dann geht es eigentlich weiter. Im Regelfall ist es so, es gibt die Möglichkeit in der Bundesliga, das spielen einige Mannschaften auch, nach dem zweiten Satz nochmal eine Pause einzulegen. Wird aber
nicht von allen Ligamannschaften genutzt. Deshalb in Schwerin sieht man es gar nicht. Es gibt einige, die das machen und dann ein kleines Showprogramm nochmal für die Zuschauer anbieten, um halt ein Event am Wochenende dann auch zu schaffen. So, aber das, wie gesagt, das setzt sich wohl nicht so ganz durch. Es wird getestet, wie gesagt, gerade von einigen Vereinen. Alle machen es nicht. Muss man sehen, wie sich das in der nächsten Zeit entwickelt. Ja, wie lange wäre dann diese Pause so nach dem zweiten Satz? Die kann dann 10 Minuten betragen. Das heißt, da gehen die Mannschaft noch mal in die Kabine, runter vom Feld, räumen im Prinzip das ganze Spielfeld und haben halt der Veranstalter dann die Möglichkeit, da noch mal was zu machen. Ja gut, das wäre natürlich auch die Möglichkeit für die Zuschauer, sich nochmal zu verpflegen, wie man es aus anderen Sportarten kennt, wie zum Beispiel im Handball oder im Fußball. Das wird sich dann nochmal zusammengeraucht. Schweriner Seite, dieses positive Anschreien, was wir auch aus dem Handball kennen. Da allerdings mehr praktiziert, wie noch beim Volleyball. Und wir beginnen den zweiten Satz jetzt mit Angabe für den PSV Eutin. Wie ist das denn geregelt im Tiebreak mit der ersten Angabe? Ist es einfach... Erste Satzangabe hat auch eine Tiebreak-Angabe oder wird das ausgelost? Genau, wenn es in einen Tiebreak geht, treffen sich der erste Schiedsrichter und die Kapitäne nochmal zur erneuten Auslosung und dann wird übrigens festgelegt, wer den Aufschlag hat. Bei den Frauen haben wir gesagt, das ist nicht ganz so entscheidend, aber gerade bei den Männern ist der erste Aufschlag, kann auch sehr, sehr wichtig sein. Genau, das ist im Prinzip schon ein erstes Mittel, sage ich mal, weil gerade im Prinzip dann für die annehmende Mannschaft der direkte Punkt gemacht werden kann. Mit einer sauberen Annahme steht dann eigentlich fast alles offen für die Angreifer, da den ersten Punkt gleich zu machen. Die Aufgabe ist halt schon enorm wichtig, auch in Verbindung dann natürlich mit der Annahme der Aufgabe. No. Ja, und sehen wir hier die erste Sprungaufgabe mal etwas näher, hier von unserer Seite. Gibt es eigentlich einen speziellen Grund für diese Antennen am Netz dran, um halt, ich sag mal, das Spielfeld auch über dem Netz zu begrenzen? Wurde das explizit genutzt früher? Ja, das wird ja heute auch noch genutzt. Das ist im Prinzip die Verlängerung der Außenlinie, die im Prinzip da auch den Raum ein bisschen beschränkt oben zum Angreifen. Das heißt, es gilt für die Außenlinie, wenn man die Antennen berührt oder der Ball die Antenne berührt. Zum Beispiel bei der Aufgabe ist das halt aus, dann ist er außerhalb des Spielfeldes und wird als Fehler gewertet. So wie die Antennen angebracht sind, zumindest wie ich das von hier sehe, ist es dann so, wenn der Ball auf der Linie ist, ist er aus oder ist der Ball auf der Linie noch drin? Ball auf der Linie ist Feld, weil die Linie gehört zum Feld. Wenn der Ball dann außerhalb der Linie ist, ist er aus, also das ist klar geregelt. So, bei der Antenne natürlich ein bisschen beengter Raum. Das heißt, da muss er schon innerhalb vorbeifliegen, weil Berührung ist halt Fehler. Inzwischen schon 4:1 für den Schweriner SC hier in diesem zweiten Satz und die erste Netzaufgabe in diesem Satz 4:2. Ja. Wie lange gibt es diese Antenne schon, diese Regelung? Ich könnte mir vorstellen, dass das früher noch ohne ging. Also ganz, ganz früher sicherlich. Also, aber sie ist schon sehr, sehr lange dabei, die Antenne. Also das mag ich jetzt gar nicht in Zahlen beschreiben, aber ich kenne es eigentlich nur mit Antenne. Es gibt Aufnahmen, die ich gesehen habe, wo auch mal ohne Antenne Freiluft gespielt wurde. Da kommt ja auch das Volleyball her. Da war es sicherlich noch ohne, aber die Antennen sind schon lange dabei. Jetzt gibt es wieder einen Wechsel auf Eutiner Seite, die 7 für die 18. Scheint auch eine Art Standardwechsel zu sein.
Also das, kann man da quasi als Volleyballtrainer auch so eine Art Angriffs-Verteidigungswechsel machen? Genau, in dem Fall, weil wir das jetzt öfter gesehen haben, wechselt er einen kleineren Spieler ein. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der in der Annahme ein bisschen stärker ist und schont somit seinen Angreifer, der dann sicherlich in der vorderen Reihe irgendwann wieder eingewechselt wird. Wird auch in der Bundesliga oft praktiziert, um bestimmte Wechselszenarien oder auch starke Aufgabenspieler der Gegner dann mit der starken Annahmereihe zu kompensieren. Da wechselt man einfach mal kurz nochmal einen Spieler aus und hat dann im Prinzip eine starke Annahmereihe auch, um den Punkt dann zu machen, den Ball halt wieder zu holen. Ja. Gibt es eigentlich eine Regulierung der Wechsel? Wie oft darf man wechseln oder ist das frei? Genau, ist auch wieder festgeschrieben. Jeder Trainer hat die Möglichkeit, pro Satz 6 Auswechslungen zu machen. Ich habe mir gerade überlegt, wenn man so ein Wechsel ist ja immer sehr aufwendig. Es wird angehalten, es wird klar aufgeschrieben, wer mit wem wechselt und man bleibt immer im Moment stehen. Da kann man ja auch einen Schwung aus dem Spiel rausnehmen. Ja, also es wird auch als taktisches Mittel von den Trainern zum Teil genutzt, um eine kleine Spielunterbrechung herbeizuführen. Im Prinzip auch ein bisschen den Schwung manchmal rauszunehmen, wenn man einen guten Lauf hat. Mit einer Auszeit oder auch mit einem einfachen Wechsel wird schon mal der Rhythmus unterbrochen. Wird aber auch trainiert, also das gehört einfach dazu. Und aber es ist so, dass der Libero uneingeschränkt wechseln kann dann? Wie gesagt, der kann hinten immer rein und raus gewechselt werden. Er muss immer nur eine Aktion draußen bleiben, wenn er draußen ist. Er kann jetzt nicht direkt auf dem Feld hin und her wechseln, das geht nicht. Im Prinzip, wie ich vorhin schon sagte, ist halt der Chef der Abwehr und muss da halt zusehen, dass, wie das so schön heißt, neudeutsch, dass die Defense steht. Ja, aber da erklärt man dann doch einen klaren Vorteil dieser Position. Ja. Und jetzt auch Eutin mit der Sprungaufgabe. Guter Block von Schwerin, die jetzt in Ruhe aufbauen können. Finde zwar gestellt hinten, aber nicht genutzt und dann unsauber. Und der Punkt für Eutin. Zum 8:6. Gestalten doch den zweiten Satz jetzt hier deutlich ausgeglichener. Ja. Also Schwerin hat so ein bisschen den Dampf rausgenommen, würde ich fast sagen. Dürfen natürlich jetzt nicht den Fehler machen, das Ganze zu unterschätzen, weil Eutin ist nicht umsonst ins Finale gekommen. Und ja, jetzt kam natürlich wieder ein guter Angriff. Also die müssen schon ein bisschen was zeigen hier. Das ist kein Selbstläufer für Schwerin. Keine Gefahr von Eutin und dann die Finte auf die Außenseite. 100 Punkte für Schwerin. 10:6. Jetzt können wir auch mal eine klare Unterscheidung machen. Die drei, die vorne am Netz stehen, das sind quasi die Vorderangreifer und die drei hinter der blauen Linie. Der Ball im Aus. Punkt für Schwerin, 11:6. Und Auszeit genommen von Eutin. Das heißt jetzt, wenn wir das, wie gesehen haben, die Nummer 16 aus dem Rückfeld dann angreifen muss, dann muss sie vor der blauen Linie quasi abspringen. Genau, dann ist diese Linie eingezeichnet worden und da darf er da im Prinzip im vorderen Bereich nicht mal hochspringen, dann müsste er es aus dem Stand rüberspielen, wenn der Ball zu dicht ist oder der Pass nicht genau kommt. Also wie gesagt, er darf nur der Hinterspieler im hinteren, hinter der Linie springen sozusagen. Ball kommt so weit rüber, direkt am Netz. Genutzt die Chance, den Punkt zu machen. 12:6. Wieder
Sehr guter Block und wieder die Chance und der Punkt für Schwerin direkt am Netz. Ist es aber, man darf aber nicht rübergreifen übers Netz. War doch richtig, oder? Ja, ist auch wieder situationsabhängig ein wenig. Ich sag mal ganz einfach gesagt, nein. Wenn natürlich der Ball in der Mitte steht und kein gegnerischer da ist, darf man natürlich da schon mal raufhauen. Netzberührung geht ja auch nicht, also man muss da schon ein bisschen vorsichtig sein, was man am Netz macht. Aber so richtig rüberlangen ist natürlich auch nicht erlaubt. Nein. Netzangabe. Und dann aus dem Hinterfeld ins Netz geschlagen. Genau, jetzt kam der Pass ein bisschen zu flach. Das kann man dann aus dem Hinterfeld nicht mehr ganz so kompensieren. Ja, da ging er mal ganz schnell ins Netz und jetzt auch wieder die Aufgabe ins Aus. Das heißt Wechsel und Schwerin kriegt die Aufgabe. Und mal gucken, ich denke mal, eine Sprungaufgabe erwartet uns jetzt auch wieder. Und auch wieder ein Wechsel bei Eutin. Ja, wo wir vorhin davon sprachen, dass es beim Volleyballspiel so keine Pause gibt, was war so das längste Volleyballspiel, was du erlebt hast, mitgesehen hast oder mitgespielt hast? Ja, gespielt kann ich gar nicht so sagen, dass ich da in den Genuss kam, ein ganz langes Spiel zu machen. Man sieht es ja auch in der Bundesliga der Damen vor allen Dingen, dass man so 2,5 Stunden schon mal haben kann. Aber es gab wohl auch schon längere Spiele, das ging dann schon Richtung 3 Stunden. Wir hatten auch letztes Jahr bei den Norddeutschen auch mit, ich glaube es war sogar dieselbe Mannschaft, die hatten dann schon mal so ein Spiel bis in die 30 Punkte im Tiebreak gespielt. Also das geht dann schon mal, es kann schon mal länger dauern. Also so bei 3 Stunden waren jetzt so die Spitzenspiele. Müsste man mal gucken irgendwo, ob es da schon einen Guinness-Rekord gibt, ich weiß es nicht. Wäre sicherlich immer interessant zu wissen, dass gerade im letzten Jahr in einer, ich sag mal, etwas artverwandten Sportart, dem Tennis, ein Spiel im letzten Satz bis 70 Punkte ging, wo man ja eigentlich nur bis 6 spielt. Aber da hat man ja auch in gewisser Weise noch Pausen zwischendurch und das sind ja auch Einzelspieler. Ja. Hier hat man ja die Möglichkeit, auch noch zu wechseln, wenn auch nur 6 Mal plus Libero. Mal abgesehen jetzt aber auch von der Libero-Position, wie zwingend erforderlich ist es, ziemlich groß zu sein, um Spitzenvolleyball zu spielen? Abhängig von der Netzhöhe doch schon sehr, sehr wichtig. Es gibt auch viele kleinere Spieler sicherlich, aber gerade wenn man im Spitzenbereich guckt, da wird doch schon noch eine ganze Ecke hochgesprungen, sodass man da wirklich schon auch von der Körperhöhe abhängig ist. Also die Großen haben da schon Vorteil. Es gibt natürlich auch mittelgroße Spieler, die ein Sprungtalent sind, also die so extrem hoch springen können. Aber es gehört einfach dazu, die Größe zum Volleyball, bedingt durchs Netz einfach. Und wie hoch ist das Netz jetzt? Bei den Männern spielen wir jetzt 2,43. Das ist schon eine ganze Menge. Also das schafft so ein normal gebauter Mensch, sage ich mal, mit der Armhöhe. Dann sind da noch 10 cm bis zur Netzhöhe. Das ist also schon, ist schon eine Höhe. Also es ist schon nicht zu verachten, was da fast 2,50 die Netzhöhe, also das ist schon hoch. Und bei den Frauen, wie wird da gespielt? Wie hoch ist da das Netz? Die Frauen in der Liga haben dann 2,35 als Netzhöhe. Zwischen die Führung für den SSC mit dieser Aufgabe, die ins Netz geht, 19:11. Jetzt auch der Punkt für den PSV Eutin mit dem cross geschlagenen Ball. Und außen der Schweriner ist sehr erfolgreich zum 20:12. Jetzt auch nochmal Auszeit genommen
von Eutin, aber es zeichnet sich hier ein klarer Sieg an diesem Finale ab, der Norddeutschen Meisterschaft. Ja, das kann ich jetzt auch so sehen mittlerweile. Also Schwerin macht die Aufgabe gut, sind konzentriert bei der Sache und sollten eigentlich jetzt keine Probleme mehr haben, noch 5 Punkte, das eigentlich sicher nach Hause zu bringen. Ja, aber so als A-Jugend norddeutscher Meister, fast, noch ist es ja nicht passiert. Und Medaillenkandidat bei der deutschen Meisterschaft, fragt man sich, wo sind die Männer des SSC? Ja, die gibt es ja schon ein bisschen länger nicht mehr. Zu noch DDR-Zeiten, um das mal kurz geschichtlich zu erklären, gab es ja sowohl eine Erstliga-Herren- und Damenmannschaft in Schwerin, die dann nach der Wende nach Ludwigslust wechselte, dort auch noch eine Zeit lang erste Liga spielte, dann aber in die zweite Liga abgestiegen ist. Ja, mittlerweile ist da in Ludwigslust auch nicht mehr so viel Liga-Volleyball. Die spielen, glaube ich, in der höchsten Landesklasse sozusagen, in der Verbandsliga von Mecklenburg-Vorpommern. So, wie gesagt, es hat sich in Warnemünde da ein bisschen was formiert, auch so die Beach-Szene. So, die sind immer so zwischen erster Liga, zwischen zweiter Liga und Regionalliga tätig. Aber ja, es fehlt eine Erstligamannschaft, das stimmt. Aber es ist auch eine finanzielle Geschichte, denke ich mal. Zwei Erstligamannschaften zu halten, haben wir, glaube ich, im Volleyball momentan gar nicht, dass das ein Verein macht. Die Angabe zu weit. 22-13. Und der Punkt, den Block noch angeschlagen, aber der Ball landet sicher im Feld. 23-13. Zu wenig Kraft und dann ins Netz. Der Ball ins Netz und damit heißt es Satz und Matchball für den Schweriner SC. Oder wie es dann im Englischen so schön heißt, Championship Point. Ja, da war er sehr motiviert. Hätte er noch ein paar Meter zurückgehen können. Das kostet jetzt eine Runde, glaube ich, für die Mannschaft. Das soll ein Matchball verschlagen. Das gibt immer so in der Mannschaft so kleine, ja, Strafen will ich nicht nennen, aber so Bestrafungen dafür. Aber jetzt wurde der Punkt gemacht. 2-0, 25-15 den zweiten Satz. Ja, Glückwunsch an die Schweriner. Ja, dem können wir uns noch anschließen. Glückwunsch an den Schweriner SC. Es war eine überzeugende Vorstellung hier im Finale. Auch Glückwunsch an den PSV Eutin zum Vizemeister der norddeutschen Meisterschaften. Bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zugucken und sehen uns wieder bei der nächsten Sendung von Sport in Schwerin. Oh, it's a little...
Das ist ja mal ein toller Einsatz. Für wenig Haare oder was? Silbermedaille regiert vor Eutin.